Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei bzw. vier Bücher gehen, die ich gelesen habe. Vier in dem Fall, weil das drittletzte Buch der erste Band der Reihe war und das vierte Buch war der zweite Band der Reihe und das ist eine Trilogie, deswegen dachte ich, ich nehme das jetzt einfach mit rein, sonst macht das jetzt keinen Sinn. Ja, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, darum soll es heute gehen in diesem Video. Ich verlinke euch wie immer hier um mich drumherum nochmal die Bücher. Wenn ihr irgendwo draufklicken wollt, dann klickt einfach drauf. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit den drei Büchern, die ich gelesen habe. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. So, kommen wir mal zum ersten Buch. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich stimme mit den Meinungen der anderen hier definitiv nicht überein. Nein. Denn ich liebe Opposition und ich fand es so toll und ich fand den letzten Band so gut und es hat mir alles so gut gefallen und ich verstehe nicht, warum hier alle rummeckern wegen der Liebesszenen und wegen Damons Gedanken. Ich kann das nicht verstehen, sorry Leute. Also wirklich, so schlimm fand ich es nicht. Ich meine, wer Jennifer Armentrout liest und wer auch die ersten vier Bände gelesen hat, weiß doch eigentlich, was auf ihn zukommt, was das betrifft. Frau Armentrout schreibt nun mal sexy, schmexy und mit viel... Ne? Deswegen verstehe ich nicht, warum muss ich dann dieses Buch lesen und es dann zerreißen. Das kann ich nicht verstehen. Dass es nun mal nicht jedermanns Sache ist, verstehe ich. Aber dass dann immer so diesen Schwerpunkt seiner Rezis und seiner Kritik immer nur darauf zu legen, finde ich absolut nicht cool. Also kann ich nicht verstehen, bin ich definitiv anderer Meinung, aber jetzt habe ich mich das mal aufgeregt. So, denn ich liebe Opposition. Zum Inhalt kann ich euch hier absolut überhaupt gar nichts sagen, weil ich möchte echt niemanden spoilern. Und allein schon der erste Satz, der hier auf dem Rückband steht, spoilert euch komplett das Ende vom vierten Band und das möchte ich nicht. Und deswegen sage ich jetzt zum Inhalt einfach mal gar nichts. Ich finde es aber schön, dass wir uns hier wieder ein bisschen von der Geschichte her an verschiedenen Orten befinden und dass wir hier an den Anfang quasi zurückkehren, an den Ursprung, und zwar wo Damon und Katie eigentlich leben. Und ich muss sagen, ich fand es auch schön, dass hier so ein bisschen... alles Revue passiert wurde, was im ersten Band und auch in dem zweiten und dritten so passiert ist. Also die beiden haben halt immer mal so zurückgedacht, wie sie sich kennengelernt haben oder wie sie bestimmte Situationen überstanden haben. Und das hat mir richtig gut gefallen und ich weiß nicht, was die Leute hier alle darum zu meckern haben. Ich kann das nicht verstehen. Sorry. Lest nie wieder Jennifer Armentrout, wenn ihr einer von diesen Leuten seid, weil sonst werden euch andere Bücher auch nicht gefallen. Ist nun mal so. Ja, aber wie gesagt, ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Mein Gott, jeder hat eine andere Meinung und jeder sieht das alles anders und ich weiß und ich möchte niemanden persönlich angreifen. Fühlt euch von mir bloß nicht angegriffen. Das ist nur meine Meinung. Und ich verstehe halt nicht, wie man eine Buchreihe von 5 Bänden lesen kann und sich dann beim 5. immer noch darüber aufregt. Warum hört man dann nicht auf, diese bekloppte Reihe zu lesen? Also ganz ehrlich, wenn ich eine Reihe habe, die ich blöd finde und wo ich den ersten Teil blöd finde oder wo ich vielleicht, gut, ich gebe dem zweiten noch eine Chance, dann finde ich den auch blöd, dann lasse ich es doch einfach. Dann lese ich doch nicht 5 Bände und gebe Geld für 5 Bücher oder Hörbücher oder was auch immer aus. Also, sorry, das verstehe ich nicht. Und dann verstehe ich nicht, dass solche Leute sich dann hinsetzen und jeden einzelnen Band in der Luft zerreißen. Dann ist das für mich wirklich so, die kaufen die Bücher nur, weil sie wissen, sie können darüber eine negative Rezension machen, weil es sowieso nicht ihr Geschmack ist. Und das ist für mich absoluter Schwachsinn. Sorry. Aber von den Protagonisten her, ich mochte Katie immer noch total gern. Ich mochte sie im ersten Teil, auch wenn sie naiv ist und wenn sie ein bisschen dumm rüberkommt und wenn man ihre Handlungsweisen teilweise vielleicht auch nicht verstehen kann. Aber ich mag Klischees, ich mag kitschige Sachen und ich mag, wenn Bad Boys auf kleine Mädchen stehen. Das hört sich jetzt irgendwie pervers an. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich mag das. Ich mag Klischees, ich mag Stereotypen. Nur nicht, wenn es zu viel ist, so wie bei Dr. Walker. Dann finde ich das richtig gut. Und das hat bei mir bei Opposition auch wieder alles richtig gepasst. Und ich finde auch die Entwicklung, die Katie in den 5 Bänden gemacht hat, wirklich toll. Und ich kann mich über dieses Buch nicht beschweren. Okay, also nochmal, um aufs Ursprüngliche zurückzukommen. Inhalt kann ich euch nicht sagen. Handlung hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte das Ende. Ich mochte, wie das alles aufgelöst wurde. Ich mochte, was in dem Buch alles noch passiert ist. Und es war jetzt zwar nicht so, dass ich immer sage, boah, ist ein extrem krasser Plot-Twist hier drin passiert. Das nicht. Also es war schon recht vorhersehbar, aber trotzdem hat es mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Charaktere. Ich mochte Damon. Ich mochte Katie. Ich mochte die. Ich mochte, wie hieß er denn, Archer. Und alle anderen, die noch drin vorkamen, wirklich wieder total gern. Und die sind mir echt über diese 5 Bücher ans Herz gewachsen. Und ich kann mich da absolut nicht beschweren. Ich mochte das Setting. Wie gesagt, wir befinden uns hier an verschiedenen Punkten in der USA. Und die fahren so ein bisschen durchs Land. Und kommen dann am Ende wieder auf den Ursprung zurück. Das fand ich auch richtig gut.
und ich kann mich einfach nicht beschweren. Mein Fazit zu diesem Buch, ich finde, es ist ein wirklich guter Abschluss dieser Reihe. Ich war mit dem Ende sehr zufrieden. Ich mochte, wie das alles aufgelöst wurde. Ich mochte das Setting, die Charaktere. Ich, wie gesagt, ich mochte die Handlung. Ich fand alles wirklich gut. Und es war für mich das erste Buch seit langer, langer Zeit, was mich wirklich aus einem Tief rausgeholt hat. Weil ich muss sagen, ich war wirklich kurz davor, eine Leseflaute zu rutschen, weil Einsame Spur war nicht so toll, Dante Walker war nicht so toll, Lockwood war okay, aber hat mich jetzt halt, wie gesagt, auch nicht so mitgerissen und ich habe da jetzt auch nicht so mitgefiebert. Und das war wirklich seit langer Zeit das erste Buch, was mir wirklich wieder richtig gut gefallen hat, was mir wirklich wieder so einen richtigen Leseaufschwung gegeben hat, dass ich sage, boah, ich habe jetzt wieder voll Bock zu lesen und ich finde Bücher toll. Und ja, deswegen, für mich ist das ein volles 5-Sterne-Buch und ich meine, Geschmäcker sind verschieden, aber ich kann sowas nicht verstehen. Sorry. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Flirt mit Nerd von Lea Ray Miller. Dieses Buch ist ja letztes Jahr so durch die Booktube-Szene gegangen und ich weiß, dass die meisten das wirklich gut fanden. Das hatte ich noch so im Hinterkopf. Und ich stimme dem Ganzen zu. Flirt mit Nerd ist eine richtig niedliche, süße Liebesgeschichte und es hat mir wirklich gut gefallen. Also man darf nicht anfangen, das muss ich jetzt sagen, die Handlungsweisen der Protagonisten in Frage zu stellen. Also man darf nicht sich anfangen zu fragen, warum Mädchen machst du das? Warum Mädchen hast du das bisher so gemacht? Warum Mädchen bist du manchmal einfach so? Das darf man nicht anfangen. Wenn man das anfängt, dann ist dieses ganze Buch nicht so cool. Sagen wir es mal so. Aber wenn man sich auf dieses Buch einlässt und man die Protagonistin so hinnimmt, wie sie nun mal ist und wie sie nun mal beschrieben wird und dargestellt wird, dann ist das alles völlig okay. Dann ist es wirklich hier eine richtig süße, niedliche Geschichte über die Liebe und Nerds und Comics und ja, hat mir richtig gut gefallen. Ich komme aber erstmal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Maddie. Und Maddie ist eines der beliebtesten Mädchen an der gesamten Schule. Sie ist mit dem Star der Footballmannschaft zusammen. Sie ist Cheerleaderin, sie ist blond und hat eine gute Figur, sieht gut aus und ist halt, wie gesagt, beliebt. Und hat aber eine heimliche Leidenschaft, und zwar Comics. Und da Comics ja immer so ein bisschen als nerdig gelten, hat sie das natürlich vor allem verheimlicht. Und an dem Tag, als die letzte Ausgabe ihres Lieblingscomics erscheint, landet dieser nicht wie vorbestellt bei ihrem Briefkasten. Und was macht man dann natürlich? Man muss in den Comicbuchladen. Und das macht Maddie an dem Tag total vermummt mit Kappe und Sonnenbrille und Pulli bei 40 Grad, wo ich mir denke, das war so eine Sache, wo ich mir denke, Mädchen, warum machst du das? Ja, und geht dann in den Comicladen und möchte sich dann halt dieses Buch kaufen und stellt dann halt fest, dass die letzte Ausgabe auf dem Ladentisch liegt und gerade gelesen wird. Von einem Klassenkameraden von ihr, und zwar Logan. Und Maddie hat Logan vorher schon mal so ins Auge gefasst und findet, dass er der süßeste Nerd ist, den es überhaupt gibt. Mehr zum Inhalt kann ich euch leider nicht sagen, sonst würde ich euch wirklich zu viel verraten. Wie gesagt, es ist eine wirklich niedliche Geschichte über Liebe, über sich selbst zu finden und zu sich selbst zu stehen vor allen Dingen. Weil Maddie ist ja am Anfang wirklich sehr, sie verleumdet ja quasi ihren ganzen Charakter. Also es ist ja nicht nur die Sache mit den Comics, sondern auch noch ganz viele andere Sachen, die sie einfach mal für ihren Freunden und ihre Familie teilweise auch geheim hält und verleugnet, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht müsste, weil, mein Gott, man kann doch jeden so akzeptieren, wie er ist, aber das macht sie halt nicht. Und ja, das fand ich halt so ein bisschen, aber wie gesagt, wenn man das einfach mal ausblendet und sich auf die Geschichte einlässt, ist das alles cool. Ansonsten von den Charakteren her, Logan hat mir richtig gut gefallen, er war wirklich sehr, sehr niedlich und sehr, sehr knuffig und er war einfach ein lieber und netter Guter. Und auch die Nebencharaktere in diesem Buch fand ich wirklich gut. Die Bösen waren böse, die Guten waren gut und hast du nicht gesehen. Und vom Setting her befinden wir uns auch in Amerika. Vom Setting her befinden wir uns in Amerika, fragt mich aber nicht wo. Ich habe mir den Namen dieser Stadt nicht gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt benannt wurde. Es gibt dort diese typische amerikanische Highschool. Also vom Setting her ist es typisch amerikanisch. Und ja, was aber halt ein cooles Element in diesem Buch war, war diese ganzen Comic-Sachen. Und jeder, der so ein bisschen Comics mag und Comics liest, der wird das, glaube ich, sehr, sehr gut finden, weil sowas wird ja in den meisten Büchern nicht erwähnt. Und dann haben die dort immer noch so Live-Rollenspiele gespielt, also so richtig mit Verkleiden und Krams und Gedöns. Das fand ich auch mega cool und mega lustig. Und ja, mir hat dieses Buch wirklich gut gefallen. Tolle Charaktere, wie gesagt, bis auf die Ausreise mit der Protagonistin Maddie, da muss man halt das einfach ausblenden. Ansonsten, wie gesagt, ein Setting, gut, das war jetzt nichts Besonderes, aber dieses Buch ist wirklich einfach sehr, sehr niedlich und ich fand es richtig süß und es hat Spaß gemacht, das zu lesen und man hat es vor allen Dingen sehr, sehr schnell gelesen. Und ich mochte es und ich mochte auch das Ende und es hat mir gut gefallen und ich kann euch das wirklich empfehlen, wenn ihr so Mädchengeschichten mögt. Wenn ihr eher so andere Sachen mögt, nicht so Liebesscheißkrams, Schnulz, Gedöns, dann lasst es. Oder wenn ihr auf andere Sachen steht, so eher so wilde Magie-mäßig, dann lasst das auch, weil das ist wirklich so
Aber ich würde sagen, Zielgruppe so 14, 15. Und da passt es auch wirklich richtig gut rein. Aber ich fand es wirklich richtig niedlich. Kann man nicht anders sagen. Kommen wir jetzt noch zu dem nächsten Buch oder zu den nächsten beiden Büchern, die ich gelesen habe. Und zwar waren das diese hier. Wartet, ich versuche es euch richtig hochzuhalten, dass man das auch richtig gut sieht. Das ist etwas schwierig. Moment. So, seht ihr das? So. Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Das ist Band 1 und Band 2 von dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, ob die eine Reihenbezeichnung direkt haben. Wartet mal. Irgendwo stand hier was drin. Die Mistral-Serie ist das. Aha. Also ist die Mystery-Serie. Wieder was gelernt. Im Englischen ist es ein Band, also ist es ein Einzelband, aber in Deutsch wurde es natürlich wieder aufgesplittert. Und ich finde das so cool, wenn man das so ins Regal stellt. Hier so hat man dieses Gesicht. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich werde jetzt hier, da die beiden ja quasi eigentlich zusammengehören, wirklich nur auf Der Winter erwacht eingehen. Und nicht weiter auf Wenn der Sommer stirbt, weil sonst spoilere ich euch einfach wieder voll. Das möchte ich nicht. High Fantasy und ich, wir sind einfach nicht wirklich Freunde. Es gibt High-Fantasy-Bücher, die ich mag, und es gibt aber die meisten High-Fantasy-Bücher, die ich nicht mag. Und das war wirklich ein Buch, wo ich sage, das ist mega. Mega, mega, mega. Das ist ein Mädchen-High-Fantasy-Buch. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also es geht hier um eine wirklich tolle Liebesgeschichte. Es sind tolle Charaktere in dem Buch. Es ist eine Wahnsinnswelt, in der das spielt. Und ich gehe aber erstmal auf den Inhalt ein. In diesem Buch geht es um Chamsin. Und Chamsin ist eine Prinzessin vom Sommergrund. Also es gibt dort den Sommergrund und dann noch das Winterreich. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Es ist einfach nur Winter... Ach ja, Winterfels. Entschuldigung. Winterfels heißt das Winterland und Sommergrund das Sommerreich. Und Chamsin ist eine Sommerprinzessin und sie glaubt, sie hört es nicht richtig, als ihr Vater von ihr verlangt, dass sie Winter Adriana, den Eroberer des Sommergrundes, heiraten soll. Da hat sie natürlich mal absolut überhaupt keinen Bock drauf und möchte lieber sterben. Und naja, sie stellt dann ganz schnell fest, dass ihr Vater sie tatsächlich vor diese Wahl stellt. Und zum Inhalt kann ich, glaube ich, mehr nicht sagen, weil ich finde es wirklich einfach zu viel verraten würde. Und man muss dieses Buch wirklich einfach lesen und auf sich wirken lassen, sonst... Jetzt kommt mein Hund. Mehr möchte ich zum Inhalt gar nicht verraten, weil ich sonst, glaube ich, einfach zu viel verrate, weil man muss dieses Buch wirklich auf sich wirken lassen. Zur Handlung kann ich sagen, ich mochte die Handlung total gerne. Sie war so überraschend, sie hat so viele Wendungen und Twists bereit gehalten, die ich auch wirklich nicht vorhergesehen habe, wo ich so, dachte, what? Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Was ist da los? Ich war einfach nur hin und weg. Also die Handlung hier, mega, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Vom Worldbuilding her kann ich nur sagen, die Welt ist auch richtig gut beschrieben worden. Man konnte sie im Kopf wirklich richtig gut bauen. Ich konnte mir die Schlösser vorstellen, ich konnte mir das Land vorstellen, ich konnte mir Winterfels gut vorstellen und die Felder vom Sommergrund. Und von der Beschreibung her, wie gesagt, es war einfach nur richtig genial. Es hat mir richtig gut gefallen. C.L. Wilson hat hier eine Welt geschaffen, die einem wirklich einmal in den Kopf gepflanzt, glaube ich, die geht bei mir auch so schnell nicht wieder weg. Also es war wirklich richtig gut und ich mochte das total. Die Charaktere in diesem Buch sind Wahnsinn. Mein Freund macht gerade Essen, falls ihr irgendwas klopfen hört für meinen Hund. Also nicht wundern, wenn es immer so klopft. Von den Charakteren her, ich mochte Chamsin total. Sie war wirklich eine coole, taffe Prinzessin, die sich auch nichts sagen lässt, die wirklich immer hoch erhobenen Hauptes geht, auch wenn die Situation noch so schwer ist. Und ich habe mit ihr wirklich mitgelitten hier. Ich hatte auf Seite 100 wirklich schon Tränen in den Augen, weil ich einfach nicht glauben konnte, was da gerade passiert war. Und ich weiß nicht, ob ich an dem Tag einfach emotional zu geladen war oder warum. Ich habe nicht geheult oder so wie bei Jonah, aber ich hatte wirklich mit den Tränen zu kämpfen und das will was heißen. Und ja, es ist einfach nur wahnsinnig gut und auch Winter ist vom Charakter her wirklich wahnsinnig gut gemacht und wahnsinnig gut beschrieben. Also man merkt sofort, dass er nicht nur der große, böse Eroberer ist, sondern dass er tief in seinem Inneren auch doch noch ein ganz, ganz anderes Wesen versteckt. Und ja, das mochte ich auch total. Und auch die Nebencharaktere und die da so drumherum gebaut wurden, die ganzen Protagonisten, die mochte ich auch alle total. Ich sag schon wieder Protagonisten, obwohl es in dem Buch nur einen Protagonisten gibt. Aber wenn ich Protagonisten, dann wisst ihr, wen ich meine, ne? Ihr wisst schon. Ja, jetzt ist die Kamera auch noch ausgegangen. Nachdem ich 20 Mal unterbrochen wurde, geht die Kamera noch aus. Ist doch alles wieder super. Hier mein Handy brummt. Ich will nur noch mal einmal ein Video drehen. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, bis wie weit die Kamera aufgenommen hat. Falls jetzt irgendein Stück fehlt, tut's mir leid.
ich setze jetzt einfach nochmal da an, wo ich weiß, dass es nicht mehr mit drauf war. Und zwar im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, dass es hier eine wahnsinnig tolle Welt ist, die erschaffen wurde. Ich fand das Worldbuilding toll. Mein Freund kratzt im Hintergrund leider immer noch Hundefutter rum. Sorry. Ich fand das Worldbuilding toll. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand den Schreibstil toll. Ich mochte einfach alles an diesen Büchern und ich war wirklich hin und weg von diesen Büchern. Ich habe mitgelitten mit den Protagonisten. Ich habe Wendungen in diesen Büchern gehabt, die ich einfach nicht habe kommen sehen und sie waren einfach so gut. Und danke, Niki, für diese tolle Empfehlung. Du hast mir da definitiv voll ins Schwarze getroffen. Man muss sagen, dass es hier wirklich sehr liebeslastig ist für eine High-Fantasy-Welt und dass diese Liebesgeschichte hier schon sehr im Vordergrund steht und dass auch Erotik in diesem Buch mit vorkommt. Und ja, also mich stört das ja nicht. Ich mag das ja sogar gerne, wenn das sich in Maßen hält und nicht jetzt wie bei wilder Magie Dummes ausartet, dann ist das alles gut. Aber das war in diesem Buch definitiv nicht so. Das hatte alles seine Grenzen und es war auch alles gut beschrieben und ich mochte es einfach total und ich kann euch wirklich nur von diesen zwei Büchern hier vorschwärmen. Sie sind einfach so toll und sie sehen im Regal so toll zusammen aus. Abschließend ist zu sagen, mein Fazit zu diesen Büchern ist, es ist eine wahnsinnig gute High-Fantasy-Mädchengeschichte, der man auf jeden Fall eine Chance gibt. Das waren meine letzten drei bzw. vier Bücher, die ich gelesen habe. Wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid oder ihr sagt, ja, dieses Buch kenne ich, das ist so cool oder nee, ich stimme dir da nicht mit überein, Opposition war kacke, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare, das interessiert mich mal auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und hoffentlich dann wieder ohne Background-Geräusche. Tschüss!